Ja, schreib mal Pandoras Box an. So kann man ja richtig gut spielen. Heute geht aber auch irgendwie alles schief. Da kann man mal. In der Zeit kann man mal schön deine neuen Minecraft-Videos anschauen. Da hat ein neues Minecraft-Video. Achso, das ist sowieso die beste Folge. Ich finde, deine Intros sind immer die besten, wo einfach so ein Bild, so richtig rechteckig, irgendwie so 21 zu 9, einfach, ja. Wie viele sind das? 5! 5? Alter, das wird er doch nicht machen. Wie viele? Hat er jetzt ernsthaft 5 Joker gelegt? 10. Da war da auch nochmal ein normale dabei. Leg doch einfach einzeln ab! Was bist du? Oh mein Gott! 3 Weiße! Und 3 sind gleich 4. Also kannst du 4 nach vorne. Achso, Pandoras Box muss ja auch noch nach vorne gehen. Wie viel hat er? Hab ich für ihn. Achso, hast du schon für ihn gemacht. Ich bin wieder ganz schwer kalkulär. So. Und. So. Ich mache einmal den hier. Immer wieder gut. Und da ist er. Schreib ihn wieder an. Ich frage mich immer, wieso hast du Eisenrüstung in deinem Minecraft-Let's Play? Das weiß ich gar nicht. Und du hast auch schon was gemacht? Nein. Aber die Hand bewegt sich. Er zieht Aufträge. Okay, Ele. Yep. Ich mache einmal wieder 1. 2, 3, oh mein Gott, 4, okay, ich bin wieder 6. Alter, was? Wo will er denn seine? Da hinten. Oh mein Gott! Ist die da hinten überhaupt erlaubt? Was hab ich dir eigentlich in den Müll gezogen? Weiß ich nicht. Nach vorne, richtig nach vorne, das kann ich nicht. Ja, jetzt kannst du richtig nach vorne. Moment, wo sind die Karten hin, die ich abwerfe? Wieder rauf, auf den Stapel. Moment, das war. Du bist dann auch. Ich bin leid, dass ich kurz weg war, aber die Aufnahme war wichtig. Ach so, war sie das? Ja, war sie wirklich tatsächlich. Ja. Was war denn das für eine Aufnahme? Also das weg? Das weg, ja. Ich muss auch schon selber. Ah. Ja, man sieht ja, was dabei rauskommt. Ich hab gemischt. Ich hab's nicht umgedreht. Ja, jetzt ja. Mach deinen Zug. Ja, ich zieh's rein. Weil ich nicht weiß, was ich machen will. Das ist meine Karte. Ja. Er zieht den Joker. Dann mach ich wieder ganz spektakulär. Nämlich so und. So. Mach ich hier einmal und tu da oben und hab damit deinen Auftrag erfüllt. Oh mein Gott. Ich denke immer so, wow. Ja, das ist wow. Ja auch wow. Und dann eins weiter wieder. Krass.
Krass. Ach stimmt, ich kenne noch eins davor. Ich hab's dann gemacht. Pandoras Box ist dran. Ja, ich kann sogar mal was machen. Oh mein Gott, er kann sogar was machen. Was Unbedeutendes, was Kleinliches. Ja, dann mach aber dieses Kleinliche auch. Und wirf deine Sache nicht da rein. Dann bin ich der Erste und ich werde auch nicht der Letzte sein. Und zwei nach vorn. Ich mache immer so riesen Sprünge immer irgendwie. Oh Gott. Ich bin wieder, ne? Ich bin. Achso. Ich bin richtig so an der West Coast und dann ist. Du gehst einfach so komplett durch Amerika durch. Das ist eine coole Karte. Oh, was? Box. Wir müssen aber schon in den Stapel rein. So, jetzt bin ich aber dran, oder? Jetzt bin ich aber dran, oder? Ja. Gut, dann mache ich hier einmal 1, 2, 3, 4. Mach einfach so. Kann er das? Nein. Ist das erlaubt? 2, 3, 4, dann gehe ich nach vorne. Und zwar wie viel? 7. 7 geht er nach vorne. So. Und ich habe noch einen Auftrag erfüllt. Also fleißig. Ja. Ich mach gar nichts. Pandoras Box, du bist übrigens wieder dran. Ja, und ich überlege mir nur gerade, was ist ein schlauer Zug? Die Karte, das kann ich dir nicht sagen, was ein schlauer Zug wäre. Ah doch, auf jeden Fall. Verdammt! Ja, komm, dann hau ich die blauen. Ne? Doch, ich hau die blauen weg. 1, 2. Weg und eine benutzen. Von. Ja, wo denn jetzt? Hier runter, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Isa. Der hat auch die blaue weg, also die eine. Ich mache wieder was ganz Spektakuläres. Rick, darf ich mir frei stellen? Die ist eine Handvolle geworden als meine. 1 und 2. Kann ich hier einmal. 1. Nein. Nein, wie kannst du es wagen? Dafür habe ich mir extra meine Schwarze aufgehoben. Ja, du bist übrigens dran. Und Doras Box, du bist dran. Ja, die Schwarze, die du extra aufgehoben hast. Ja, weil das mir zustellt, benutze ich die woanders. Das ist natürlich auch legitim. Ja. Ehe du bist. Das ist doch mal schön. Ich bin, oder? Ja. Hallo? Ja. Ja, du bist. Da kommen wir ganz im Schwarzen weg. Und den Bund. Zwei Joker. Drei Joker. Oh. Wie viel? Ich gehe jetzt nämlich hier lang. Den Sechser. Der Knochen hat die gehortet. Ja, ich habe die ganze Zeit Karten gezogen, damit ich endlich mal diese sechs Schwarzen hier machen kann. Wie lange hast du denn gebraucht? Zulage. Das ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 14, mach schon mal weiter. 14, 15. Hier. Das. Das ist hier. Bam. Na. Bam. 2, 4. Irgendwie gefällt mir das nicht. Wieso nicht? Wieso nicht? Jetzt muss die Karte, die mir Skell gegeben hat, auch wegnehmen. Ja, das ist natürlich schlecht. Hm? Was? Es tut mir leid, ich habe deine Karte gebraucht. Achso, das ist doch immer die vom Anfang. Ja. Die hat er bis heute nicht verwendet. Das sind 4, also 7. Und damit habe ich das hier fertig. Ganz 7 nach vorn. 7. 10. 1, 2.
3. Mach mal 42. 6, 7. Rechne doch einfach. Nö, das ist zu anstrengend. Das ist schon zu spät dafür. Ich bin wieder. Ach, verdammt. Yep. Ärgere ich mich jetzt zwar, aber. Wäre da jetzt noch einer. Okay. Ja, da hätte ich mich besonders geärgert. Dann nehme ich hier einmal das Grüne. 1, 2. Damit kann ich das hier platzieren. Und hier platzieren und da meinen Auftrag fertig. Das ist ja schön. Pandoras Box ist dran. Sind noch zwei nach vorn. Ich suche gerade was. Was suchst du denn? Denver, Dallas. Scheiße. Dallas. Dann investieren wir mal in Umwege. Das sind aber ziemlich hart Umwege. Ich muss auch mal Umwege machen. Ja, kannst du dich mal entscheiden? Ja. Bin dabei. Ich hätte. Du hast doch da schon. Achso, ich bin blind. Sorry, ich war blind. Jese, du bist dran. Du darfst übrigens zwei nach vorn. Und dann bin ich jetzt dran. Mach ich jetzt hier so. Zwei nach vorne, ne? So. So und so und nehme jetzt auch diese Strecke. Das sind vier, dann darf ich sieben wieder nach vorne. Ich habe 51. Und ich habe darüber hinaus auch noch einen Auftrag erledigt. 21. Ja, das ist der Auftrag, da habe ich ewig dran gearbeitet. Gut, dann. Was glaubst du, warum ich so lange auf diese Strecke zwischen Los Angeles und El Paso gespart habe? Eine Mission, okay. Ja, was, warum denn nicht? Ja, kann riskant sein. Wieso? Ja, wenn du die nicht schaffst, kriegst du Minuspunkte. Ich hab noch 11 Steine. Das ist natürlich, ich glaube, ich nehme jetzt keine Mission mehr an. Als auch. Ach, hast du schon? Hast du schon eine? Ja. Okay, dann kannst du natürlich einfach die eine behalten und jetzt den Rest weglegen. Die eine hast du ja schon erfüllt. Ach, gib ihm doch keine Tipps hier. Das ist doch kein Tipp, das ist logisches Denken. Ja, aber wer weiß, ob er das geschafft hätte. Ich erinnere da an Schach. Nee, den einen Auftrag, den er jetzt schon geschafft hat, den würde er jetzt zurücklegen. Ganz klar. Nee, ich erinnere da an Viererschach, als du ihn da auch... Ja. Aber da habe ich wenigstens ehrlich gespielt. Nee, du hast dumm gespielt. Es ist ehrlich, wenn man zugibt, dass man keine Chance mehr hat. Du hättest ja noch eine Chance gehabt, hättest du ihn nicht drauf hingewiesen. Die Chance hätte dann nur daraus bestanden, dass er es nicht gesehen hätte und ich dann schnell den Fehler korrigieren könnte. Wo ist Dalle? Das ist unehrlich spielen. Ah, hey. Doch. Meine Güte. Jemand in den Karten. Meine Güte. Mir hat keiner gesagt, dass es da... Wer war das jetzt? War das Ese? Hey, ich hab das schon mehrmals gesagt. Ja, ich war. Ja, komm, ich jetzt hier die blauen... Ich habe eh keine Mission gerade, so viel kann ich ja vorwegnehmen, das seht ihr ja auch. Aber ich ziehe jetzt auch keine mehr. Ich darf noch vier noch vor. Okay, ich bin ja nicht bekloppt, bei 11 Steinen noch eine Mission zu ziehen. Weil nicht jeder kann so viel Glück wie Cersei haben. Oh Moment, ich hätte ja für die zwei Sachen gehen müssen. Ups. Ja, Cersei, dann schmeiß jetzt weg. Du bist gleich dran. Du bist jetzt dran, also. Gut, dann habe ich hier schon eine Mission. Und... Ach scheiße, ich habe das Falsche weggeworfen. Warte, ganz kurz, okay? Ja. Ja, okay. Was ist geworfen? Mission? Können noch was machen oder ist das schon vorbei? Wenn du jetzt Mission gezogen hast, dann kannst du jetzt. Nee, hatte er ja nicht. Nee, ich hab ihn nicht. Er ist wieder dran.
Gut, dann zieh ich's. Zieht das zwei. Bitte, welche? Sollten wir nochmal die Karten zurück auf den Stapel legen? Es sind nur noch 8 drin. Ja. Okay, also. Alle haben Messung. Besser geht's nicht. Ja, besser kann man nicht mischen. Wahrscheinlich ist es genau so, wie es vorher war. Hier, dann nehme ich hier nochmal. Toll. Toll. Effektiv. Gut, dann, Hatschu. Ich ziehe jetzt die hier und noch eine aus dem Stapel. Okay, dann nehme ich die hier, muss ich hier nochmal auffüllen. Und dann ziehe ich noch die hier und tue ich nochmal auffüllen. Ja gut. Ja. Das einzig Richtige. Das einzig Richtige macht er. Zweier. Nein. Er hat immer noch einen Auftrag, muss man sagen. Nämlich das hier. Das ist natürlich. Und damit habe ich meinen letzten vorhandenen Auftrag fertig. Kriegt man Bonuspunkte für die Züge, die man auf der Hand hat? Warum soll man da Bonuspunkte kriegen? Oh nein, ich meine nicht die Züge da drin. Ich meine die Kartenzüge meint er. Nö. Warum sollte man da Bonus für kriegen? Weil du so viele hast. Nein, ich habe einfach keinen Auftrag. Ich guck immer nur, was ich damit anfangen kann. Okay. Boah, ist das schön, mal so eine leere Hand zu haben. Kann ich mir meine Karten anschauen? Ja. So, ich mache jetzt einfach nochmal 1, 2, 3, 4 und kaufe mir dann hier die Strecke. Du kaufst sie dir. Ja. Darf man? Ja, natürlich darf man das. Dann kaufe ich mir ganz Amerika. F4 waren 7. Zieh ich an allen vorbei. Dann, das mach ich, das geht doch nicht. Oh, Moment, bin ich hier gelaufen? Mal. Nee, ne? Egal, mach bei mir eine Runde. Bam. 3. Und 4. Und dann hat. Ins. Hier. Und dann gehe ich vor 62. 62 geht er vor. 61. Ach so. 62, also. Dann ist jetzt Pandoras Box wieder dran. Ich bin vorhin für die 4 Felder hier unten nicht gelaufen. Kann ich die jetzt noch schnell gehen? Ja. Ja. Das Laufen ist eh nur, damit wir es uns merken können. So, ja, gut. Sag mal wieder schön sortieren. Dann würde ich sagen, ziehe ich auch einfach mal. Ja. Dann sage ich mal, mache ich hier 1. 2. Tue ich hier 2 machen. Mhm. Und habe meinen letzten Auftrag fertig. Nice. Hat immer noch 4 Steine. Ah. Das heißt, sind 4 Steine. 4 Steine in deinem Sack hast du noch. Oh. Und ihr wisst, wenn einer nur noch 2 hat, dann geht die letzte Runde los. Wie viele muss ich dafür loswerden? 6, okay. Welches Feld hat 6 Felder? Das weiß ich nicht. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 6, das bekommen. Das bringt mir aber gar nichts. Das ist natürlich blöd. 2, 4. Alle 1er Felder sind schon weg, ne? Ja. 2. Ist schon sich jeder gesichert. Okay. Ich glaube so ziemlich. Ja, ich sehe zumindest kein 1er Feld. Ach doch, hier oben ist sogar noch eins. Nicht? Ja? Ja. Moment. Ich muss kurz überlegen. Ja, ich muss noch ein paar Karten ziehen. Okay, danke.
Eins, zwei, drei. So, wie gehe ich am besten vor? Ich glaube, ich schnapp mir jetzt einfach die gelben hier. Okay, ja. Das gefällt mir. Dann nehme ich hier. Oh. Da ärgert er sich jetzt bestimmt wieder. Ja. Bin ich schon wieder? Ja, du bist schon wieder. Es ging schnell. Eins. Ja, jetzt geht's schnell. Wir sind hier im Endgame. Drei. We're in the Endgame now. Ja, natürlich. So. Exa. Muss meine Figur noch vorziehen. Achso, ja. Danke, dass du mich dran erinnerst. Das waren drei, das heißt vier ziehst du vor. Nächster. Ich bin, dann würde ich sagen... Du warst wahrscheinlich eh schon 20 Mal nicht gelaufen. Ich lege hier drei gelbe und die lege ich einfach mal da. Aha. Wie war das am Ende, wer den längsten Zug hat? Kriegt 15 extra Punkte. Achso, ich muss ja auch noch 4 vorgehen übrigens wieder. Na, den krieg ich. Wie wird denn der längste Zug genau bestimmt? Heute der längste durchgängige Strecke. Ah ja. Da habe ich schon mal einen ziemlichen Vorsprung, glaube ich. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe keine Chance. Obwohl, hier Pandoras Box hat auch ganz schön lang eine Strecke. Von Miami bis San Francisco hat der einfach mal. Kann auch nicht wahr sein, dass ich so Pandoras Box bin, ey. Achso, ja, dann spricht ab jetzt die letzte Runde an. Oh mein Gott! Die letzte Runde will er tatsächlich machen. Ja. Drei, dann darf ich noch 4 nach vorne gehen. Dann habe ich es nicht vergessen. 1, 2, 3, 4. Ja. Hi. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Wir sind in der letzten Runde. Wir sind jetzt endgültig im Endgame. Ich kann jemanden abhängen. Das sind 17 Minuspunkte für mich. Noch mal. Da ärgert er sich richtig. Ja, richtig, ey. Hab dich auch ganz doll lieb. Ja, ey, du musst jetzt aber schon deinen Zug machen, deinen letzten. Er überlegt gerade. Ja, dir wird der Kartenzieher bestimmt noch viel bringen am Ende. Jetzt hätte ich nämlich... Ja, ich erzähl's gleich. Ja, komm, ich gehe einfach mit allem rein, was ich noch kann. Deswegen sage ich jetzt, nehme ich mal... Es ist eh egal, deswegen sage ich einfach hier die Strecke. Ja, bei mir ist es auch egal, was ich jetzt... Dieser nehme. Eine Zug gibt. Achso, ich muss auch noch 4 vorgehen. 4. Mach ich einmal hier. Damit gehst du auch nochmal 2 vor. Dann bist du ja, da. Damit ist das Spiel vorbei. Jetzt heißt es gucken, wer den längsten hat. So, warte. Darf ich erstmal erzählen? Der ultimative Schwanzvergleich kommt jetzt hier erstmal. Ich hatte nämlich 3 schwarze. Ja? Wollte diese Strecke hier verbinden und hätte dann 17 Punkte gehabt. Jetzt sind es Minus. Oh. Aua. Tja. Weil ich habe... Und darf ich... So, ich hatte gefühlt von jeder Farbe eine... So ging es mir 3-mal. Ja, okay, jetzt sind deine Karten wieder rein und dann gucken wir mal erstmal, wer den längsten hat. Ja, damit bin mir ich haben die drei hier gefehlt, Alter. Aber ich auch. Bei mir haben dieses dumme hier 3 gefehlt, ey. Also. Pandoras Box, du hast mir alles zerstört, ey. Schauen wir mal. Pandoras Box hat hier ganz lang von San Francisco nach Miami. Nämlich San Francisco nach Salt Lake City sind 5. Dann nach Denver sind dann insgesamt 8. Dann haben wir hier nochmal 4 drauf. Da sind wir bei 12, 14, 16. Dann kann er hier hochgehen. Ist bei... 20, 22, 24, 28. Das müsste die längste Verbindung sein. Ich möchte mal sehen, was ich mit dieser Verbindung... Was habe ich jetzt? Ich habe hier 4, 8, 3, 11, 13, 15, 17...
21. 27. 27, 28, 29, 30. Ey, ich hätte ich glaub, das ist die längste. Auch noch den längsten Zug gehabt. Oh. Und mir fehlen hier drei. Cersei, was ist dein längster, ist jetzt die Frage. Du, hier, der, ja, hier wahrscheinlich. Nee, hier hast du 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Okay, das ist raus. Ey, und Ehre zum alles. Schluss. Ja. Was ist dein längster? 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okay, damit würde ich. Damit habe ich, so wie es aussieht, den längsten Zug. Ja. Dann gehe ich nochmal 15 vor damit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, jetzt kommen die Aufträge dazu. Fangen wir mal an mit Pandoras Box, seine Aufträge. Ich bin im Team mit Skywalker natürlich. Ja, also du und Skywalker. Welche Aufträge sind denn das? Die sind alle geschafft, die Aufträge, oder? Ich kann gerne anfangen. Ich bin eh raus. Oh, das sind sogar vier. Dann hast du 22, 32, 49 gehst du vor. Ach, Alter. Bei 61 bist du, das heißt, du bist bei 110? Insgesamt? Ja. Dann. So viele scheiß Aufträge. Geh ich wieder zu 10. Ja, dann gehst du wieder zu 10. Ich bin plus 4. 4 kannst du insgesamt vorgehen. Ja, die minus 17 fickt mich halt. Cersei, du hast. Bei dir sind das die hier oben, die 4 oder wie? Nein, die unten. Achso, die da unten. Dann kommst du auf 6. Hast du die alle geschafft? Das sind 22 Punkte, die mir dadurch fehlen. Dann bist du bei 15, 28, die du vorgehst. 28, 38, 46. Ja, was denn 50, jetzt? 50. Wie viele sind's denn jetzt? Das sind 61. 61? Stimmt das? Moment. Nochmal 9. Jetzt bin ich. Das sind doch niemals 61, die da liegen. 10. 23. Wieso nochmal 10? 34. 44. 52. Tatsache. 61. Oha, der hat es bei 63 jetzt schon. Das heißt, er ist bei 100. 124 hat er jetzt. 124. Ja, dann geht er wieder auf die 24. Aber jetzt kommen noch meine Aufträge. Okay, die 21. Das sind aber gar nicht so viele. Das sind nur drei. Achso, doch, das sind sogar vier Aufträge. Dann sind ich bei 20, 41, 49 gehe ich immerhin nochmal vor. Wo bin ich jetzt? Das wird richtig knapp. 81, dann bin ich bei 130. Oh, oh mein Gott! Ja moin. Das nenne ich mal! Okay, ich werde sowieso nett. Das ist der Sieg. Glückwunsch, ich gratuliere dir. Ich hätte den längsten Zug gehabt, also das. Ja, hätte, aber das gilt ja nicht, wenn du ihn nicht hast. Ich geht ja auch im Konjunktiv. Damit habe ich das Spiel gewonnen. Cersei ist Zweiter, Pandoras Box Dritter. Also Pandoras Box und Skywalker in einem Team sind Dritter und Edel ist Letzter. Ja, das war jetzt eine sehr lange... Alter, wir haben 2 Stunden fast aufgenommen. Gut, aber viel davon ist auch Warten auf Skywalker gewesen. Also Warten auf Pandoras Box. Es sind bestimmt 3 Folgen oder so, die man aus dieser Runde machen kann, aber... Ich habe während der Aufnahme mindestens noch weitergespielt. Ja. Damit würde ich sagen, das war's jetzt von dieser sehr langen Runde RDSQ und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Tschüss! Ciao!